Hallihallöchen und willkommen zu einem neuen Part von Star Stable Online. Die gute Mary hat uns mitgeteilt im letzten Part, dass ihr armes Lamm Twinky abgehauen ist. Wir sollen jetzt ein bisschen frisches Gras pflücken und Twinky damit vollstopfen, damit Twinky sich nicht mehr wehren kann und es gezwungen ist, mit uns zu gehen. Also pflücken wir jetzt hier einfach mal Gras. Keine Ahnung wie viel und ich habe auch keine Ahnung, wo genau Twinky ist. Aber ich folge einfach mal dem Gras. Vielleicht finden wir Twinky ja dann. Ich bin ja mal gespannt. Und ja. Twinky. Twinky, 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 Twinky. Keine Twinky da. Pech gehabt. Such dein Lamm selbst. Nee, okay, wir haben ja jetzt hier eine große orangene Fläche. Ich vermute mal, dass wir dann Twinky hier auch irgendwo absuchen müssen. Genau, diese Fläche nach Twinky absuchen müssen. Ich meine, so weit kann so ein Lamm ja nicht rennen, oder? Oh, und ich muss hier wieder außen rum, weil ich ja noch nicht springen kann. Ach ja, überall diese Mauern und Zäune. Twinky, Twinky, wo bist du denn? Ich sammle jetzt erstmal ein bisschen Gras. Wer weiß, wie viel dieses Schaf da frisst. Das kleine Lämmchen. Wo ist denn dieses doofe Schaf? Oh, da ist ja Twinky. Hier, komm, dein Freundchen hat gesagt, ich soll dich vollstopfen. Bist du Platz, damit sie dich endlich mästen kann. Jetzt lauf schnell nach Hause, Twinky. Twinky kann auch rennen. Los, Big Beam. Ach so. Von wegen, das mag das Gras. Es rennt ja regelrecht davor weg. Mäh, ist aber kein Lamm mehr. Ein Lamm ist für mich klein und zierlich und süß. Und das ist ein dickes, fettes Schaf. Naja, gut. Los, Mama, hier. Da vorne ist dein Frauchen. Ab hin da. Ey, ey, nix hier mit stehen bleiben. Husch, husch. Mein Gott. Schief, jetzt lauf doch mal. Geht das nicht schneller? Ist jetzt voll gefressen? Sehr schön. Du hast sie gefunden! Du bist wirklich die mutigste der Mutigen! Um weiter in die unbekannte Gefilde, Moorlands vorzudringen, musst du schrecklichen Gefahren gegenübertreten und unversehrt mit den Hilflosen und Unschuldigen zurückkehren, ohne eine Gegenleistung zu verlangen. Du bist ein wahrer Moorland-Champion. Ich werde eine Petition beim Rathaus einrichten, um dir zu Ehren eine Statue aus purem Gold errichten zu lassen. Danke, mutige Reiterin, danke! Ja, das will ich doch auch hoffen. Ich will unbedingt so eine goldene Statue. So, wir haben eine neue Hose. Pflege plus 1. Aber unsere Hose hat Spring plus 1 und Pflege plus 1. Und ja, finde ich etwas besser. So, jetzt galoppieren wir hier mal nach Fort Pinta. Auf dem Fort Pinta Way. Und schauen wir, was da für eine Aufgabe auf uns wartet. Und holen uns, denke ich mal, auch unser Haustierchen, würde ich sagen. Oder? Ja, ne? So, höher, Big Bean.
Da bin ich echt mal gespannt, wo wir unsere Spring-Quest machen können. Und ab welchem Level wir die machen können. Ja. So. So, erstmal reiten wir zu dem gelben Punkt. Lalalala, da ist er. Was hast du denn für eine Aufgabe für uns? Werbung für Fort Pinter. Hallo, wie geht's? Willkommen in Fort Pinter. Ich bin James und ich bin der Leiter hier. Im Moment habe ich ehrlich gesagt super viel zu tun. Siehst du all diese Leute da? Sie wollen alle ihren Ausflug durch einen Ausritt am Strand verschönern. Auf meinen Fähren. Und ihre Kinder? Sie sind überall. Zumindest kommt mir das so vor. Also, das mag sich jetzt komisch anhören. Aber irgendwie mag ich diese Leute trotzdem. Sie bezahlen immerhin meine Rechnungen, nicht wahr? Ja. Und nun? Was soll ich für dich tun? Hä? Oh, ich hätte vielleicht mal lesen sollen, was ich tun soll. Oh, okay, da glitzert irgendwas. Aber ganz ehrlich, James, ich sehe keine Leute, die hier reiten wollen. Ich sehe nur Leute, die sitzen schon alle auf dem Pferd. Und Kinder sehe ich auch nicht. Aber gut. Vielleicht brauchst du auch nur eine neue Brille oder du nimmst irgendwelche Kekse oder so zu dir, dass du Menschen siehst, die gar nicht da sind. So, haben wir hier jetzt irgendwas Neues? Ah, hier ist so ein... Also sollen wir hier das plakatieren oder was? Ah ja, okay, klar. Werbung für Fort Pinter, ne? So. Dort kommt auch ein Plakat hin. Das bringt's natürlich auch voll, Werbung für Fort Pinter in Fort Pinter zu machen. Ja. Das ist... Ja. Total logisch. Ja, gut. Ja. Ah, oh, der Springbrunnen, der springt Herzchen. Da, seht ihr das? Oh, ist das nicht schön, so zum Valentinstag? Okay, noch mehr Werbung. Da und da. Gut, machen wir doch die Werbung hier ran. Und noch mehr Werbung. Bitteschön. Und einmal noch. Mal gucken. Ah, da drüben an der Mauer. Alles klar. Ist ja richtig weitläufig, die Werbung hier. Kommen bestimmt viele Besucher. Mhm. Ja, ja. So wird's sein. Ja, gut. Mein Gott. So, James. Bitteschön. Erledigt. Wow, ich kann nicht glauben, wie toll das aussieht. Dieser Ort wird vor Touristen platzen. Ja, natürlich wird er das. Speicherkarte. Hey, weißt du was? Es gibt da diese Sache, die ich gerne machen würde. Aber nicht mit mir, nee, Freundchen. Zusätzlich zu der Arbeit mit den Stellen. Du magst mich jetzt für verrückt halten, aber ich liebe Postkarten und würde gerne meinen eigenen machen. Das wäre außerdem eine gute Methode, um noch etwas mehr Geld aus den Leuten zu schütteln, die zukünftig über unsere Reitbahnen herfallen. Ich möchte ein paar schöne Fotos machen und dann Postkarten daraus machen. Das Problem ist, dass ich die Speicherkarte von meiner Digitalkamera verloren habe. Und jedes Mal, wenn ich zum Geschäft gehe, ist es geschlossen. Ich habe schon eine neue Karte online bestellt und bezahlt. Sie muss nur noch abgeholt werden. Könntest du das vielleicht für mich machen? Ja, das mache ich, ist kein Problem, ne? Ich dachte jetzt schon, du kommst hier mit irgendwelchen Schweinereien an. Aber deine Speicherkarte, gerne hole ich die für dich. Ist gar kein Problem. So, wo soll das sein? Ah, da drüben, wo es natürlich gleich wieder blinkt. Gucken wir doch mal. Ich will auch so eine Stulpen für mein Pferd haben. Oh, hier gibt es was zu kaufen. Reiten plus 4, Befehl plus 3. Ich würde mich aber gerne mal vom Weiten sehen. Oh, neue Schuhe. Reiten plus 3 und Befehl plus 2. Und das gibt es auch nur mit diesen Starcoins hier zu kaufen. Reiten plus 2, Befehl plus 1.
Reiten plus 4, Befehl plus 2. Ich glaube, ich hole mir mal hier diese Weste, oder? Finde ich ganz cool. Wobei eigentlich unser Hemdchen, was wir haben, ja eigentlich ganz gut ist. Vielleicht holen wir was wir noch nicht neu bekommen haben, wie zum Beispiel diese Handschuhe. Die holen wir mal. Und die Schuhe hier holen wir auch mal. Das sind Sachen, die wir, glaube ich, noch nicht irgendwie gekriegt haben. Und deshalb mache ich das jetzt einfach mal so. So, gucken wir doch mal. Was ist das eigentlich? Reiten plus 1, das bringt uns nicht viel. So, Moment. Die Hose ist neu. Nee. Hose ist nicht neu, die ist alt. Die können wir verkaufen dann demnächst. Das ist neu. Reiten plus 2 und Befehl plus 1. Und die hier haben gar nichts. Also, gute Wahl gewesen, anziehen. Und die Schuhe plus 3 und plus 2. Und die haben auch nichts. Also, auch gut überlegt. Sehr schön. So, sind wir wieder ein bisschen besser ausgerüstet. Dann bringen wir jetzt dem James hier seine Speicherkarte. So, bitteschön. Endlich, du hast die Speicherkarte. Danke. Bitte. Was sind nur noch Fotos von Fort Pinter? Oh, muss ich die jetzt auch noch machen? Wem mache ich was vor? Ich habe ja gar keine Zeit, so um Fotos zu machen. Vielleicht könntest du das auch für mich machen. Und dann könnte ich daraus Postkarten machen. Hier hast du die Kamera. Reit ein wenig in... Was? Reit ein wenig in Gegend herum? Da fehlt das der. Okay, reit da ein wenig in der Gegend herum und schieße ein paar Fotos. Das wäre super. Oh, ja, mache ich. Mein Gott, kannst du überhaupt irgendwas alleine? Eigentlich müsste ich dafür bezahlt werden und nicht du. So, hier soll ich mich jetzt hinstellen und Fotos machen, oder was? Okay. Hopp. Ja, wunderschön mit der Schnauze vom Big Beam drauf. Gefällt mir persönlich sehr gut. So. Wir haben alle so eine Stulpen, die Pferde. Also hier diese Gamaschen heißen die, glaube ich, die Teile, ne? Okay, noch ein Foto. So, dann da noch ein Foto. Na los, Big Beam. Noch ein Foto. Oh ja, das wird natürlich eine super Postkarte, vor allem mit den Reitern hier. So. Wo noch? Ah, Moment. Stopp, Big Beam. Hier unten scheinbar gar nicht mehr, sondern da oben. Wir müssen über die Brücke rüber. Okay. Also direkt in Fort Pinter gar nicht mehr. Gut, dann gucken wir mal. Hier einmal lang, bitte. So. Hier irgendwo. Ah, dort. Okay, alles klar. Machen wir natürlich. So. Ja, wie haben wir denn das Foto gemacht, bitte? Ja. Sich die Kamera wahrscheinlich von selbst hingestellt und hier noch irgendwo. Ah, da drüben. Okay. Also noch ein Foto für James und dann da noch eins. Mein Gott. So. Die Postkarten müssen wir für ihn dann wahrscheinlich auch noch machen. Also die Fotos entwickeln lassen. Und dann zur Druckerei bringen oder so wahrscheinlich. Und wahrscheinlich müssen wir dann auch noch den Laden leiten. Tja, ja. James lässt sich ganz schön die Arbeit abnehmen. Aber das hier ist eigentlich ein ganz hübsches Foto. Finde ich. Da sieht man Fort Pinter schön vom Weiten weg. Da ist ein bisschen Landschaft bei. Ganz süß aus. Und dann natürlich hier der schöne Himmel, ne? Nicht zu vergessen. So, gut, James, wir sind fertig. Das ist ja eigentlich ein Mustang. Ich kenne mich ja so mit Pferden nicht aus, ne? Also, aber nee, ein Mustang hat nicht so eine Mähne, oder? Ah, die Farbe haut hin. Beim Mustang, die sind da auch so, die haben da auch so ein hübsches, ich sag mal, beigebraun.
keine Ahnung. Wie gesagt, ich kenne mich mit Pferden nicht aus. Für mich sind das Pferde und Ponys. Und dann ist gut. Auch wenn ich Pferde trotzdem ganz gerne mag. Aber ein Pferd ist für mich ein Pferd, genauso wie ein Hund und eine Katze und eine heiße Katze. Ne? Also. Macht da keine großen Unterschiede. Mensch ist auch nur ein Mensch. So. James, fertig. Fotos von Ford Pinta. Die sind super. Weißt du was? Warum machst du ab jetzt nicht immer Fotos für mich? Du spinnst wohl, wenn du hier bist. Die Touristen werden verrückt nach denen sein. Wenn du mich ordentlich bezahlst, ist das okay. Versuche die Ford Pinta Strecke. Was ist denn die Ford Pinta Strecke? Du hast es dir wirklich verdient, meine Reitstrecke auszuprobieren. Ich finde wirklich, du solltest es versuchen. Es macht richtig Spaß. Ah, cool, noch eine Reitstrecke hier. Ah, deshalb, ja, richtig. Da war doch so eine Tafel an der Wand. Dann mal los, Big Beam. Hüa. Hier runter. Okay. Hüa, Big Beam. Ja, sehr schön, mein Lieber. So. Oh, hier könnte man überall so schön drüber springen. Wo mache ich diese Reitquest? Wenn ihr das wisst, schreibt mir das mal bitte unten in die Kommentare. Ja, schreibt das, wie gesagt, mal unten rein. Und ab welchem Level ich das machen kann, das würde mich schon interessieren. Endlich springen. So, hier lang können... Oh, okay, ich bin... Okay, ja klar, so geht's auch. Abkürzung halt, ne? Ja, noch eine Abkürzung, wie praktisch. Da drüben. Ah, hier könnte man auch schön drüber springen und abkürzen. Naja, gut. So. Und hier könnte man bestimmt auch schön drüber springen. Oh, das war so klar, dass ich dagegen knalle. Los, Big Beam. Boah, was? Eine Minute 14 schon? Ah gut, das ist auch eine ziemlich lange Reitstrecke, ne? So, dann hier entlang. Hätte ich auch einfach über die Mauer springen können. Ich will wissen, wo ich springen kann. Also, wo ich das lernen kann, zu springen. Das wäre schön. So. Einmal hier runter, bitte. Dann da hoch, bitte. Juhu. Ja, Big Beam. Au, oh, Gegenverkehr. So. Oh, jetzt hier noch durch die Stelle durch, oder was? Mein Gott. So, und nu? Höhe, da lang. Oh, und jetzt hier um die Kurve. Oh, oh. Juhu, geschafft. Rennen beendet. Du hast das Rennen erfolgreich absolviert. Gute Arbeit, ja. 2 Minuten 13 ist super. Toll! Scheint so, als wärst du eine tolle Reiterin und eine grandiose Fotografin. Hör auf zu schleimen, Mensch. So, gut, ihr Lieben. Die Ford Pinta-Strecke haben wir jetzt fertig. Und der Part ist jetzt leider auch fertig. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß beim Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin sage ich Tschüss.